Liebe Zuhörer, mein Name ist Dr. Detlef Bayer aus Düsseldorf. Ich bin kataraktrefraktiver Chirurg. Mein Augenzentrum in Düsseldorf heißt Premium Eyes. Zusammen betreibe ich eine operative augenärztliche Praxis zusammen mit Dr. Kleinmark und Dr. Klabe. Das nennt sich dann Breyer-Kleinmark-Klabe-Augenchirurgie. Meine Kollegen sind spezialisiert anders als ich, und zwar auf Makula, Glaskörper, Netz, Haut und den grünen Stamm. Heute stelle ich Ihnen einen Vortrag vor, um den mich Sri Ganesh gebeten hatte, einer der großen, wirklich sehr bekannten Weltklasse-Chirurgen aus Bangalore, der in dieser Millionenstadt mehrere Kliniken betreibt. Und er hatte mich gebeten, wie und was unterscheidet denn eigentlich so ein bisschen die Smile von der Nasik? Und wie erzielt man noch bessere Ergebnisse? Gut, dann das sind meine finanziellen Disclosures und Interessen. Wir beraten über 20 Firmen, deshalb glaube ich, am Ende sind wir schon fast wieder neutral. Oder ich hoffe es doch zu sein. Alles, was ich sage, ist wissenschaftlich basiert und fundiert. Wie ist es denn, wenn man über den oder das Sie Vermögen am ersten Tag nach das Smile nachdenkt? Ist es jetzt einfach nur eine Frage der Diagnostik und der chirurgischen Technik? Oder ist Smile ich eigentlich ganz was anderes als die Nasik? Das Gefühl habe ich manchmal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die nur die Nasik operieren. Da kommen so Argumente, die kann ich dann nicht ganz nachvollziehen, aber eben, weil es meiner Meinung nach was anderes ist. Oder gibt es vielleicht noch andere Mechanismen, die wir berücksichtigen müssen, um am ersten Tag mit der Smile-Technik ein Sehvermögen von 100% zu erreichen? Glücklicherweise kann ich sagen, dass es bei den allermeisten unserer Patienten so ist. Sie haben am ersten Tag keinerlei Beschwerden mehr und können oft schon mit dem Auto zu uns kommen. Also, nochmal wiederholt, Smile ist einfach was ganz anderes als die Lasik. Wir hängen als Augenärzte viel mehr von der Kooperation der Patienten ab, weil was sind die Smile-Komplikationen? Es ist ein Vakuumverlust, es ist, dass man den Lentikel nicht komplett entfernen kann oder dass die Inzision ausreißen kann. All das geschieht wahnsinnig selten, wenn man es verstanden hat, wie man einen Patienten mit der Smile-Technik gut operiert. Wir hatten natürlich auch eine gewisse Lernkurve. Wir haben vor 8 Jahren damit angefangen, gehört zu den ersten 10. Heute werden über 3 Millionen dieser Prozeduren durchgeführt. Was ist denn der Schlüssel zu einem perfekten Sehen? Nicht nur, dass man eine perfekte präoperative Diagnostik betreibt, sondern auch, dass man den Patienten sehr auf dem Weg mitnimmt, weil man ja von ihm abhängig ist. Das heißt, man erreicht nur ein so gutes Sehvermögen, wenn man auch möglichst eine atraumatische, perfekte Chirurgie durchführt. Das heißt, wenn der Laser perfekt eingestellt ist, dafür haben wir zum Beispiel die ersten 4 Jahre einen Physiker angestellt, haben das perfektioniert, sodass wir heute wirklich traumhaft schöne Ergebnisse haben, die noch besser sind als bei der Nase. Aber das hat durchaus gedauert, weil man erst verstehen musste, wie macht man das am besten. Man braucht eine perfekte chirurgische Technik. Man braucht sicherlich im Vergleich zur Lasik, ich übertreibe immer so ein bisschen, das bringe ich meiner Sekretärin, also so manuelle, innerhalb von einem Tag bei. Wenn Sie allerdings eine Smile machen, da brauchen Sie schon einen erfahrenen Augenchirurgen, der es gut macht und eben, wie gesagt, den ruhigen Patienten. Ganz wichtig ist, und das haben wir über die Zeit gemerkt, dass der englische Satz "We treat patients, not numbers" wirklich eine ganz neue Bedeutung bekommt. Es ist so ein bisschen mit der Smile-Chirurgie, die hat schon fast so einen holistischen, integralen Ansatz, weil man eben so auf die Kooperation des Patienten angewiesen ist. Ist das jetzt einfach nur die chirurgische Technik? Auf keinen Fall nein. Sondern es ist natürlich auch die Verbindung des Patienten zwischen Auge und Gehirn. Das heißt,
die Patientenpräselektierung ist wichtig. Wen operiere ich mit einer Smile, wen operiere ich mit einer LASIK? Wie mein chirurgischer Mentor gesagt hat, es braucht ungefähr 10 Jahre, bis man ein wirklich guter Chirurg ist, aber es braucht 15 Jahre, bis man weiß, welchen Patienten man mit welcher Methode operiert. Die Wahrheit ist fast, ich finde, der hat untertrieben, das hat mich fast noch länger, hat für mich fast noch länger gedauert. Das dauert einfach eine Zeit, bis man das verstanden hat. Und was ganz klar ist, General Considerations, man muss natürlich eine Amblyopie ausschließen, wenn eine da ist, muss man sie erklären. Warum? Weil wenn man es nicht gut erklärt und Patienten enttäuscht sind und ins Internet gehen und sich darüber beschweren, dann ist es natürlich nicht unser ärztlicher Fehler, sondern der Patient hat nicht verstanden, dass es das einfach nicht besser geht, dass das Problem des Auges und das Gehirn ist. Das heißt, das muss vor der Operation sicherlich genau besprochen werden. Wichtig ist auch, dass man den Patienten vorher gut aufklärt, auch am Tag der Operation ihm die Möglichkeit gibt, dass er nochmal drüber sprechen kann, dass man ehrlich zu ihm ist, dass man Nähe untertreibt und eine bessere Leistung abliefert. Und was wir auch immer machen und Wert drauf legen, einer meiner Abschlusssätze ist immer wissen, was schlafen Sie die Nacht davor ruhig, weil es wird Ihnen garantiert nichts wehtun. Jetzt meinen Sie, es ist eine Nebensache, ist keine Nebensache. Weil ich bin ja extrem auf die Zusammenarbeit des Patienten angewiesen. Das heißt, wenn da ein unausgeschlafener, nervöser und ängstlicher Patient kommt, dann ist das nicht gut für die OP-Methode. So sollte der Patient dann trotzdem ein bisschen nervös an dem Tag kommen, bieten wir immer noch mal ein Gespräch mit dem Chirurgen an und dass er gerne die Aufklärung noch mal durchlesen kann. Das sind so Sachen, wo man einfach den Patienten wieder mitnimmt und er sich wohler und auch gut aufgehoben fühlt. Natürlich durch das Ambiente und höfliche und nette Mitarbeiter seien es dazu. Also deshalb habe ich hier Herrn Freud auch mit ins Spiel gebracht. Die Patientenführung, die psychologische Patientenführung ist wichtig. Dann muss man natürlich auch eine gute Anamnese vormachen, sich für den gesamten Patienten interessieren. Deshalb meinte ich auch der holistische Ansatz. Hier ist wichtig, warum, so ein bisschen Dr. Google is watching you. Wir wissen nicht, was für Fragen wir heute teilweise konfrontiert werden, die dann nicht immer sinnvoll, aber manchmal doch erstaunlich gut sind. Und man muss den Patienten dann auch sozusagen die Chance geben, dass die Probleme, die er bei Dr. Google liest, dass man die für ihn in die gute Reihenfolge bringt, dass er sich auch da wohlfühlt. Das heißt, wir haben für den Patienten auch noch sogenannte Bögen ausgestellt, Behavioral Guidelines, dass sie wissen, wie das Ganze vor sich geht, dass er das Gefühl der Sicherheit hat. Eine Frage, die wir auch immer stellen, ist, ob der Patient vor Herpes oder Epidemika-Infektion hatte. Auch das gibt nicht nur dem Patienten, sondern uns ein Gefühl der Sicherheit bei. Wir wissen nach den Studien von Master Pasqua, dass man solche Patienten erst mal ein Jahr sicherlich nicht operieren sollte. Wenn ein kornealer Herpes vorliegt, lehnen wir sogar die korneale Chirurgie ab. Ich vertraue da auch keinem Zovirax. Ich fühle mich schlichtweg nicht wohl damit. Das muss man ganz klar sagen. Gut. Dann, was ist auch noch gut, wenn Sie Publikationen haben, die oder wissenschaftliche Untersuchungen, die Sie selbst durchgeführt haben, geben Sie es dem Patienten. Der Patient soll verstehen, wie viel Mühe dahinter steckt, wenn man sich um sein Auge kümmert. Und er soll verstehen, dass man das gut macht, dass man das sauber macht, dass das nicht mal eben so eine Operation ist. Das ist nämlich eine große Lüge. Es ist nicht mal eben so eine Operation. Da steckt schon eine Menge dahinter an wissenschaftlichen Arbeiten und an Präzision. Wir haben mal so, um dem Patienten auch die Angst zu nehmen, verschiedene Studien selbst durchgeführt, weil wir bei den ersten waren. Und da kam natürlich immer das Argument, aber ist es denn schon bewiesen? Wie gut ist es im Vergleich zur LASIK?
Es gab recht wenig Studien. Heute sind über 3 Millionen Smile-Eingriffe durchgeführt worden. Heute interessiert es niemand mehr. Aber es gab schon eine Zeit, wo man dem Patienten ein bisschen Sicherheit geben sollte. Wir haben die beiden Methoden über 5 Jahre verglichen und konnten eben zeigen, dass Sicherheit, Vorhersagbarkeit, Restastigmatismus bei beiden Methoden sehr ähnlich gleich ist. Es gibt so kleine statistisch signifikante Unterschiede, die sind aber klinisch nicht signifikant, die kriegt der Patient nicht mit. Was sicherlich auch noch gut ist, wenn man dem Patienten sagt, wissen Sie, machen Sie sich wirklich keine Sorgen, das Augenlasern ist heutzutage sicherer als Kontaktlinsen tragen. Das ist nicht irgendeine Geschichte, sondern das ist in diesem Bereich in dem Journal mit dem höchsten Impact-Faktor untersucht und auch beschrieben. Gut, nochmal vielleicht, wenn der Patient bei einem in der Praxis ist, an dem OP-Tag, guckt man, dass man einfach eine schöne, angenehme Atmosphäre hat, dass es vielleicht auch in der Praxis gut riecht, dass man seine Mitarbeiter dazu erzieht, dass da eben ein Patient und kein Kunde ist, das ist ein großer Unterschied, und dass man sich um den Patienten gut kümmert, ihm ein Gefühl der Sicherheit gibt, und damit er sich relaxt, und dass man ihm auch sagt, wissen was, seine ganz entspannt, es ist eine wirklich wahnsinnig traumatische Chirurgie, für die sie sich entschieden haben, und Lasern selber ist völlig schmerzfrei. Das kann man dem Patienten genauso versichern, aber man sollte es eben auch aus der täglichen Routine heraus, den Patienten mitnehmen. Hier sieht man noch ein bisschen unsere Empfangsbereiche oder unsere Entspannungsbereiche, wie die aussehen, und dass eben unsere Mitarbeiter eben auch dementsprechend geschult sind. Dann, was der Patient da auch mitkriegt, der hat ja manchmal seine Unterlagen auch in der Hand, wie genau man dokumentiert, wie viel Mühe man sich macht. Und hier sehen Sie bei uns also den Hauptbogen der präoperativen Patientendaten mit der ganzen Strategie. Auch das ist etwas, was wirklich eine Sicherheit vermittelt, wenn der Patient merkt, man fasst es auf einer Seite nochmal zusammen. Das heißt, auf einer DIN A4 Seite hat man einen Überblick über das Ganze und hat nichts übersehen. Auch erklären wir unseren Patienten, wie wir die Untersuchung machen, zum Beispiel mit der Pentacam HR, dass man ein bisschen in die Zukunft gucken kann und mit dem neuen Gerät, mit dem Corvis kombiniert, sogar auch noch die Weichheit der Hornhaut beurteilen kann. Das heißt, man kann immer mehr in die Zukunft gucken, um Langzeitkomplikationen zu vermeiden. Natürlich sieht man sich auch die Hornhaut an. Jeder kurzsichtige Patient weiß, wie wichtig die Hornhautprophylaxe ist. Dann machen wir noch eine Aberrometrie, vergleichen das auch mit dem Pupillenzentrum und der Visusachse, wie wir alle wissen, bei der Smile-Operation fixiert ja, was ich persönlich hervorragend finde, der Patient selber während der Operation die zu korrigierende Achse, halte ich zum Beispiel auch für einen gewissen Vorteil gegenüber der Lasik. Der Patient sollte kein trockenes Auge haben, gilt für die Lasik, bei der Smile bin ich da völlig entspannt. Das sehe ich sogar fast als die Therapie des trockenen Auges an. Aber das ist nicht nur meine Meinung, sondern das mittlerweile vielfach veröffentlicht. Und wen es in der Tiefe interessiert, es gibt wunderbare Studien von Professor Mastro Pasqua, wo das eben auch anhand der Verteilung und Verletzung der kornealen Nerven beurteilt. Und aus Singapur von Job Meta, auch ein befreundeter Professor von mir, der das Ganze immunhistochemisch hervorragend aufgebaut hat, im Journal of Refractive Surgery nachzulegen. Dann, wir machen eine präoperative Medikation. Schon 2 Tage vorher behandeln wir mit Antibiotika und Steroiden. Dann direkt vor der OP geben wir transnasal ein wenig Valium. Das bringt die Patienten natürlich auch ein bisschen. Und dann sollte natürlich aufpassen, dass man es nicht überdosiert, weil man ist ja auf die Kooperation des Patienten angewiesen. Aber auch das hilft ihm, runterzukommen, sich zu entspannen. Das Schöne ist postoperativ. Unsere Patienten haben absolut keine Restriktionen. Sie können am selben Tag Sport machen, sie können sich duschen. Was Sie machen sollten, am ersten Tag schon Flurometholon jede Stunde nehmen und Antibiotikum.
Und wenn Sie meinen, dass was zwickt oder Sie ein Fremdkörpergefühl haben, können Sie gerne auch, so viel Sie wollen, künstliche Tränen tropfen. So, was wissen wir alles? Nochmal eine Zusammenfassung. Smile ist sicherlich genauso effektiv, vorherbar, klar und sicher wie die LASIK. Zeigt mittlerweile, gibt es sogar 10 Jahresdaten vom Professor Sekunde aus Marburg und von Frau Shah aus Mumbai, dass 10 Jahresergebnisse auch stabil sind. Das Wunderbare, bei Smile habe ich keine Flip Complications, keine trockenen Augen. Das sind natürlich auch Sachen und Faktoren, die die Patienten sich eher wohlfühlen lässt. Und das Ganze ist natürlich dann sehr patientenfreundlich und komfortabel. So, also am ersten Tag post-op ein Visus von 100% hängt bei der Smile ein bisschen auch, da sie patientenabhängig ist, während der Chirurgie eben von einem mehr holistischen Ansatz und psychologischen Ansatz auch. Und deshalb sollte man das machen, um am Tag der Operation einen angstfreien Patienten zu haben. Wenn man das alles berücksichtigt, seinen Laser perfekt eingestellt hat, eine super Voruntersuchung gemacht hat mit den neuesten Geräten, dann erzielt man auch sensationelle Ergebnisse. Gut, damit möchte ich mich verabschieden. Wir sind mit der Smile-Methode extrem zufrieden. Wenden Sie im Vergleich zur LASIK bei kurzsichtigen Patienten so gut wie gar nicht mehr ab. 99% ist Smile, LASIK ist nur noch 1%. Sollten Sie der Meinung sein, dass die Präsentation nicht so gut war, ist es jetzt der Moment, mit Tomaten zu schmeißen. Aber ich hoffe, ich habe das, was ich rüberbringen sollte, rübergebracht und bedanke mich hier auch nochmal bei meinem Freund Sri Ganesh aus Bangalore für seine Einladung, diesen Kurs in Paris auf dem Kongress der Europäischen Katarakt- und Refraktiven Chirurgen gehalten haben zu dürfen. Vielen Dank!